Jo, krass. Das fühlt sich immer so unfassbar seltsam an, Dinge aufzunehmen, ohne andere im Voice und ohne Chat. Hi, ich hatte das ja, also für alle, die von Max Channel kommen, ich hatte das ja dort so ein bisschen angeteasert. Für alle, die von meinem Channel kommen und die gerade sehr verwirrt sind, das hier ist die zweite Folge von einem neuen exklusiven YouTube-Let's Play, das ich gestartet habe. Die erste Folge findet ihr auf dem Hand of Uncut Channel. Wir haben auch, warte mal, hier oben, ganz, ganz, ihr müsst da wirklich ganz nach oben, ist so eine Infobox. Da ist die erste Folge verlinkt. Die fängt nämlich bei Hand of Uncut, also bei Max, als Urlaubsvertretung an. Und das hier ist die zweite Folge. Schaut das also bitte erst, wenn ihr die erste Folge geguckt habt. Und hallo an alle. Willkommen. Hallo auch vielleicht an alle, die von Henno rübergekommen sind und vielleicht, hoffentlich, hoffentlich gehofft haben, dass es hier weitergeht. Ja, es wird hier weitergehen. Ich werde auf meinem YouTube-Channel jetzt einmal die Woche Endzone hochladen. Außer diese Woche, da kommen zwei Folgen. Mega sexy. Nämlich heute und ich glaube am Samstag. Falls nicht am Samstag, werde ich jetzt einfach den anderen Tag über meinem Gesicht einblenden. Kommt jetzt einmal die Woche, kommt exklusiv auf YouTube, machen wir nicht auf Twitch, nehme ich extra für YouTube auf. Ich habe mega Bock und einfach rein da jetzt. Ich habe Lust. Let's go. Da, 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 da. Da, 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 da. So, okay, ich muss jetzt erstmal wieder gucken, wo wir eigentlich aufgehört haben das letzte Mal. Wir haben, genau, wir bekommen Kinder, uns geht die Kleidung aus, wir sind am Wasser, Wasser geht uns auch aus. Gibt es irgendwas, was uns nicht ausgeht gerade? Uns fehlen Baumeister. Oh, das ist halt alles nicht ganz so prickelnd. So, hier hatten wir eine Plantage mit Äpfeln, hier hatten wir eine Plantage mit Schwarzwurzeln und hier mit Bohnen. Dafür haben wir aber zumindest genug Bauern gerade. Wann werden unsere Kinder erwachsen? Oh, Jake. Jake kriegen wir bald. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst wird das überhaupt nichts. Essen und Trinken haben wir gerade noch, aber uns fehlt Schutzkleidung. Ja. Und hier haben wir schon eine Schneiderei geplant, aber wir haben auch keinen Recycler gerade. Aber wir haben auch niemanden, der. Also uns fehlen einfach Menschen. Uns fehlen ganz, ganz viele Menschen. Scheiße. Ich werde einfach hier noch mehr Hütten bauen. Denn das Einzige, was hilft, wenn man generell schon nicht nachkommt mit den Gebäuden, die man bauen muss, ist noch mehr Gebäude planen. Das ist das Einzige, was nachhaltig hilft. Alter, was ist mit diesem Hasen? Ey, ich würde diesen Hasen nicht essen. Der sieht nicht so gesund aus. Die Wildsäue sehen halt mega normal und süß aus, aber die Hasen haben irgendwie so Tumore. Tumore, die ihnen aus dem Gehirn wachsen. Das sieht nicht so appetitlich aus. Ugh. Und hier haben wir auch niemanden. Ja, weil wir nicht genug Leute haben, dann können wir das abreißen. Wird ja eh nicht genutzt, quasi. Weil wir haben ja hier noch eine zweite. Nee, das ist die Essensdings. Wird sonst gar nirgendwo gesammelt gerade? Fehlen uns Menschen? Ich habe doch einen Siedler, der sammeln kann. Haben halt nichts. Gucken. Alle Ressourcen abbauen. Ah, das haben wir hier einmal. Jawohl. Dann wird da quasi alles einmal von der einen Person gesammelt. Ja, dann kann ich eigentlich nichts anderes machen, gerade als Zeit vorspulen und hoffen, dass ich nicht sterbe, bis meine Kinder erwachsen sind. Ich schaue denen jetzt einfach beim Wachsen zu. Aber die werden auch gerade glücklicher. Ich weiß gar nicht warum, aber sie werden glücklicher. Sie haben aus irgendeinem Grund Vertrauen in mich. Ich verstehe gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie nicht wissen, dass ich den ersten Try erstmal gegen die Wand gefahren habe und alle gestorben sind. Nicht ganz alle. Vier Fünftel.
Komm schon, komm schon. Jake, los, werd erwachsen. Hier fehlt uns Stoff. Wir können das alles nicht bauen. Ich pausiere das auch direkt mal. Wir kriegen das eh nicht fertig. Wo mache ich denn da? Da ist der Pauseknopf. Der Pauseknopf. Das macht noch weiter. Niedrige Wasserreserven. Hä? Mann, ich habe doch alles drinnen an Leuten hier, die Wasser sammeln, was irgendwie geht. Ich habe nicht mehr Menschen, die Wasser sammeln können. Ich habe einfach nicht mehr Menschen. Ich würde ja gern, aber da sind schon 4, die sammeln. Das reicht nicht, ne? Das reicht nicht. Das reicht überhaupt nicht. Aber die Kinder werden jetzt erwachsen. Das ist gut. Das brauchen wir nämlich dringend. Damit wir das mit dem Wasser hinkriegen. Vor allem kommt da jetzt eine Dürre. Das ist alles nicht so schön. Bitte werde endlich erwachsen. Bitte werde endlich erwachsen. Bitte, wir brauchen euch richtig dringend. Kann ich noch irgendwo anders Leute abziehen? Hier arbeitet eh schon nur einer. Das ist halt Essen. Das brauche ich halt genauso dringend. Da arbeitet niemand. Essen brauche ich. Ich habe halt legit. Ja, den Baumeister kann ich noch wegmachen. Und noch eine Arbeitskraft hier hinzufügen. Aber ich habe halt Essen. 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 Und Wasser. Mehr habe ich nicht. Und es reicht trotzdem nicht. Weder an Essen noch an Wasser. Was will dieses Spiel von mir? Wie soll das gehen? So eine Scheiße. Komm schon, Jake. Komm schon, Jake. Komm schon, bitte werdet alle erwachsen. Ich brauche euch ganz dringend. Kann ich da noch mehr Leute einstellen? Nee, mehr geht nicht mal mehr. So, und das müsste jetzt die Priorität bekommen, dass es quasi als nächstes gebaut wird. Aber erstmal bräuchte ich wieder Schrott. Was denn hier? Dieses Sammelding. Genau das hier. Das sollten wir einfach abreißen. Und stattdessen wollen wir nur Schrott sammeln. Damit wir das Ding hier gebaut bekommen. Aber dafür bräuchten wir auch Holz. Ich habe einfach nicht genug Ressourcen. Ich habe auch nicht genug Wasser. Ich brauche eigentlich auch mehr Menschen. Dann vielleicht doch erst das. Warum nutze ich nicht den Schrottplatz für Schrott? Warum nutze ich nicht den Schrottplatz für Schrott? Das ist doch so viel sinnvoller. Das ist jetzt auch nicht ganz so klug. Okay. Essenstechnisch sind wir auch bemüht. Ich kann da auch nicht mehr reduzieren, ne? Ich pausiere mal die Jagdhütte in ihrer Produktion. Und pack einfach noch einen Schrottsammler hier rein. Und vielleicht einfach noch einen dritten Schrottsammler, weil zum Bauen kommen wir eh eher langsam gerade.
Vielleicht sogar noch einen vierten Schrottsammler. Und dann versuchen wir einfach mal wieder Schrott herzustellen und auch Wasser zu sammeln. Ich hätte halt so gern dieses Wassersilo. Das wäre insane. Dann würde das einfach parallel mit Wasser sammeln. Und ich glaube, das würde richtig viele Probleme lösen. Wenn wir das auch hätten. Ah, oh, und jetzt kommt die Dürre. Oh Gott. Erst regnet es noch mega krass. Das ist alles Wasser, das wir halt nicht mitnehmen können. Weil wir es nicht sammeln können, was ultra bad ist. Aber wir haben gerade noch ein Kind bekommen. Ein Arthur. Das ist schön. Ja, wir sind ohne Schutzkleidung. Das weiß ich. Das können wir nicht verhindern. Aber die Gesundheit ist durchschnittlich gar nicht so schlecht. Deswegen, wir haben gutes, vielseitiges Essen. Das wird schon. Die Schneiderei pausiere ich jetzt erstmal auch. Dann haben wir nur noch das als Bauprojekt, das Wassersilo gerade. Und dann schauen wir, dass wir das wirklich bevorzugen und als erstes fertig bekommen. Wir können dann auch richtig viel Holz und Schrott sammeln, während die Dürre da ist. Wenn wir eh kein Wasser und kein Essen sammeln können, dann werde ich die Leute einfach nochmal umplanen quasi. Ah, wir kriegen gerade lauter Kinder. Das ist so gut. Jetzt geht das Wasser auch endlich wieder richtig hoch. Schöne Sache. Wie viel haben wir hier? Ja. Da passiert halt nichts gerade noch. Das ist ein bisschen doof. So, kümmere dich mal darum. Und ich gönne mir jetzt erstmal eine Maiswaffel. Die habe ich mir verdient. Kriegen wir da eine volle Ernte raus, steht das mal? Das ist sehr cool, dass die von sich aus jetzt quasi ernten. Das heißt, das war voll, bevor die Dürre kam. Das heißt, wir sollten jetzt das erste Mal so richtig ordentlich Nahrung bekommen. Das macht mich sehr glücklich gerade. Ich glaube, dass wir nicht sterben werden. Wie satisfying das aussieht, wie sie da diese ganzen Sachen aufsammeln. Schön. Sehr, sehr schön. So. Wie weit sind wir mit dem Wassersilo? Nicht mal ein bisschen weiter. Aber wir haben 80 Schrott mittlerweile. That's something. Was hat er denn? Kann ich an den ranzoomen? Aktueller Beruf, Wasserträger. Gesundheit ist nicht so gut. Strahlung ist echt am Arsch. Der ist sehr unglücklich. Warum? Ein Verwandter dieses Siedlers ist gestorben und hat kein Grab. Jetzt fangen die Leute zum Sterben an. Das ist nicht gut. Die Leute fangen an, Altersdingsterbumster und so zu sterben. Das heißt, ich muss einen fucking Friedhof bauen. Das ist nicht gut. Das ist nervig. Das kostet Ressourcen, die ich einfach gerade noch nicht habe.
Das ist nicht gut. Aber hier könnten wir es danach bauen. Dafür müssten wir nur erstmal das hier wegbekommen. Alles. Dann können wir da den Friedhof später bauen. Ja, wir müssen es jetzt einfach ignorieren, dass der eine unglücklich ist. Das können wir nicht verhindern. Der Verlust eines geliebten Menschen tut halt weh. So, was willst du machen? Den Schmerz kann ich dir nicht abnehmen, Rudi. Aber mehr Kinder zeugen könntest du. Dann wird's dir auch besser gehen. Und ich sage das völlig uneigennütz. Wirklich. Ich schwöre es. Wir haben jetzt auch keinen Recycler mehr. Was aber auch nicht schlimm ist, weil wir auch nicht genug Schrott. Also wir kriegen den Schrott eh noch verbaut. Quasi. Wir müssen gerade gar nicht recyceln. Aber wir werden gleich wieder mehr Leute brauchen, auf jeden Fall. Dafür brauchen wir aber auch nur Holz und Schrott. Das ist nicht so schlimm mit den Häusern. Aber erstmal schauen, dass das hier fertig gebaut wird. Oh Gott, es ist noch irgendjemand gestorben gerade, ne? Es ist gerade noch irgendjemand gestorben. Ja, ein Fischer ist in hohem Alter gestorben. Und konnte von keinem Siedler ersetzt werden. Die müssen halt aufhören zu sterben. Also ich verstehe es ja, dass man an Altersschwäche stirbt, aber sie müssen aufhören damit. Das ist halt scheiße. Ich will auch gar nicht so gemein sein, aber es ist halt wirklich scheiße. Was brauchen wir denn für das Lagerfeuer? Holz. Nur Holz. Das haben wir auch nicht. Wir haben nichts davon. Let's make them speed through a bit. Der eine Baumeister kommt doch gar nicht auf sein Leben klar. Also, ich habe das Gefühl, der rennt da zwar immer wieder hin, aber so richtig weitergehen tut's nicht. Wir sind immer noch auf 20 von 84 Schrott. Ah, jetzt. Jetzt. Jetzt wird das langsam. Wir kriegen gleich neue Arbeitskräfte. Scheiße. Okay. Da ist noch ein Wasserträger gestorben jetzt. Das ist doof. Aber generell können die jetzt eh nicht arbeiten. Und die auch nicht. Und die noch, aber nicht mehr lange. Das heißt aber auch, wir können jetzt schnell Holz abbauen lassen. Im schönen großen Stil, weil wir jetzt Arbeitskräfte übrig haben und können damit die Sachen einfach fertig abschließen, die wir ganz dringend brauchen, weil wir jetzt eh nicht fischen können. Das lassen wir jetzt auch einfach alles einmal ernten, weil ich halt Angst habe, dass das jetzt in der Dürre sowieso schlecht wird. Hier haben wir noch genug. Das ist schön.
So. Schrott haben wir hier voll. Dann können wir hier einen einstellen und ihm als Aufgabe geben, Plastik zu suchen, damit wir hier das Plastik voll bekommen. Und dann können wir das hier erlauben. Weil dann können die das nämlich nebenbei jetzt auch hochziehen mit Schrott. Weil wir haben den Schrott ja jetzt. Damit wir mehr Babys bekommen. Noch mehr Babys. Viel mehr Babys. Ein zweiter Recycler wäre eigentlich auch gar nicht so schlecht, ne? Let's go. Hackt. Hackt, meine Kinder. Los. Macht alles kahl. Ich habe das Gefühl, die Jagdhütte war hier von der Platzierung nicht ganz so smart. Ich glaube, ich werde die nochmal umplatzieren. Die steht an nicht so einer klugen Stelle. Ah, und jetzt fehlt uns auch schon Werkzeug. Wo packe ich das denn hin? Ich glaube, hier können eh nur 4 Leute arbeiten. Das heißt, wir können viel mehr Baumeister jetzt währenddessen einsetzen, weil die eh nirgendwo anders hin können. Und dann könnten wir hier auch nochmal eine Werkstatt bauen für bessere Werkzeuge. Und dann auch einfach nochmal einen kleinen Weg, weil das sieht hübsch aus. Wenn ich nochmal rausfinde, wo der Weg ist. Logistik. Schotterweg. Jawohl. Dann ist das auch alles schön hier einheitlich zusammen. So ein richtiges Werkzeugviertel quasi. Unsere Ernährung ist auch echt gut. Aber die Kontamination ist ein bisschen scheiße. Da müssen wir auch nochmal dran arbeiten. Aber es wird, Leute, stückchenweise, nur nicht beschweren. Es wird. Und hier können wir nochmal alle Ressourcen abbauen lassen an der Stelle. Dann kriegen wir hier noch mehr Holz abgebaut, weil wir haben eh so viele. Wir haben gar nicht so viele offen, ne? 2 hier, ja, so viele sind es gar nicht. Aber da kommt gleich noch einer dazu. Aber das geht auch nicht richtig weiter. Huh? Das Haus ist dafür schon fertig. Vielleicht kriegen die ja jetzt die Sachen da fertig gezogen. Es gibt Fachkräfte, die sich beschweren, dass nicht genügend Werkzeug zur Verfügung steht. Vielleicht sollten wir eine Werkstatt errichten, damit alle effektiver arbeiten können. Das wäre mir noch gar nicht aufgefallen. Dass wir das brauchen. Danke für den Hinweis. Und das reiße ich auch nieder, weil das hat eine blöde Stelle hier. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Ressourcen bekomme, wenn ich das wieder abreiße. Ich hoff's. Und gleich muss ich die Leute wieder für Wasser und Essen einpflanzen. Einpflanzen, einsetzen. Einpflanzen, Jesus. Dann fehlt uns wieder Holz. Und alles andere. Wie kahl hier gerade alles wird. Holy shit. Ja, ja, ja. Jap, 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 jap. Ach, guck mal. Da können wir jetzt auch eine Person einstellen und können die auf Stoff setzen. Dann haben wir Plastik und Stoff parallel. Dann kriegen wir hier stückchenweise den Stoff, den wir brauchen. Und hier geht es jetzt mit Plastik hoch und danach Kohle. Und dann haben wir das auch durch. Aber ich glaube, die Sicherheits-, also die Schutzkleidung brauchen wir recht dringend. Aber die ziehen jetzt schon ordentlich nach, was Holz angeht. Also ich glaube, wenn wir erstmal einen richtigen Förster haben, dann haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr so ein Problem damit, dass Ressourcen fehlen. Ich glaube, dass diese dedizierten Gebäude schon noch um einiges effizienter sind als dieses, ich mache einen Auftrag und sammle einfach mal vor dich hin.
Ich munkel, dass das so ist. Ich vermute es, ich hoffe es. Aber trotzdem erstmal alles kahl machen. So, hier gibt es nichts mehr. Geil, dann haben wir das erste Ding hier fertig. Und hier haben wir auch gleich nichts mehr. Hey Boss, in letzter Zeit werden wir immer mehr Siedler. Wenn unsere Bevölkerungsanzahl weiterhin so rapide ansteigt, könnte es sein, dass es zu Versorgungsengpässen kommt. Du kannst das Bevölkerungswachstum ein wenig steuern, indem du mehr Siedler in Zufluchten unterbringst. Oder aber über das Forum den Siedlern die Fortpflanzung für die nächste Zeit untersagst. Die Entscheidung liegt bei dir. Wir dachten nur, du solltest Bescheid darüber wissen, dass wir in nächster Zeit mit einer ganzen Menge neuen Kindern rechnen. Die ficken. Ja, genau. Ich meine, die machen Babys. Der Storch kommt vorbei. Zufällig. Der war gerade in der Gegend. Nice, Wasser ist wieder da. So. Wasser ist wieder da. Hier können wir auch wieder runter reduzieren. Oder was heißt können? Hier müssen wir auch wieder runter reduzieren. Arbeitsfeld ändern. Ja. Erstmal das da drüben holen gehen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier wird jetzt wieder Wasser geholt. Mehr als 5 Leute können hier nicht arbeiten. Nahrung sieht okayisch aus bis jetzt. Bis jetzt. ja, Plastik fehlt hier halt noch ein bisschen. Aber daran arbeiten wir. Und hier fehlt halt noch ein bisschen Stoff gerade. Das Problem ist, dass die Schneiderei mir jetzt auch gleich noch mehr Ressourcen fressen wird. Und wenn mir die noch mehr Ressourcen frisst, dann wird das auch eher unangenehm. So, warum ist das jetzt nicht fertig? Ah, da fehlt jetzt Kohle. Ach, wart mal. Ich habe ja noch gar kein Kohlegebäude. Das muss ich ja sogar noch bauen. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Wir haben noch gar keine Kohlerei. Gut, dann waren wir jetzt ein Förster und eine Kohlerei. Oh mein Gott. Immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich es langsam im Griff habe, komme ich drauf, dass ich es gar nicht im Griff habe. Aber wir können jetzt zumindest... Wir können zumindest Halstücher... Ich habe gehört, Halstücher helfen gegen Mutationen. Oder so. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Na, das wird ja was. Das wird sehr spannend werden. Wie viel muss ich für meinen Dingsterbumster... ich muss aktiv Kohlemasken produzieren. Das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Boah, das schaffe ich in 100 Jahren nicht mehr rechtzeitig. Was ne Scheiße. Ich werde das mal priorisieren. Aber wir haben nur einen Arbeiter.
Und wie viele Kinder? Na, jetzt haben wir gleich zwei Baumeister, at least something. Aber das wird, glaube ich, trotzdem brauchen. Ja, wobei. 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 Wir haben es halt einlagernd und ich unterschätze, glaube ich, ein bisschen, wie viel das macht, wenn man das Ganze quasi schon gelagert hat. Dann braucht das gar nicht mehr so lange Zeit, wie ich ursprünglich gedacht habe. Wie viel Wasser wir gerade sammeln könnten, wenn wir einfach so ein Sammelding schon hätten. Wenn ich einfach ein bisschen genauer geschaut hätte und gewusst hätte, dass man Kohle braucht. Und irgendjemand ist gerade wieder gestorben. So ein Wasserträger. Ein Wasserträger. Okay. Und dann sollten wir eigentlich Aktivkohle-Dinger machen können. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. Wir haben nicht mehr viel Zeit dafür. Wir haben quasi keine Zeit mehr dafür. Essenstechnisch sieht es ein bisschen besser aus, zumindest. Aber wir haben auch zu wenig Bauern eigentlich, um alles in den Griff zu bekommen. Oh nein, wer ist diesmal gestorben? Ich habe keine Zeit. Ich habe gedacht, ich kriege einen Babyboom. Aber mir sterben einfach nur die Leute weg. Das ist doch kein Babyboom. Das ist doch kein Babyboom, Leute. Und Kohle produzieren wir irgendwie auch nicht so richtig gerade. Ja, das ist halt, die Leute werden krank langsam. So, und jetzt haben wir das erste Mal Kohle gemacht. Ein Großteil der von uns eingelagerten Wasserreserven scheint kontaminiert zu sein, Boss. Wir sollten dringend etwas unternehmen, damit unsere Siedler gesund bleiben. Ja. Ich hab's wahrgenommen. Bitte mach einfach zwei Kohlefilter-Dinger. Bitte mach zwei Aktivkohlemasken. Bitte. Ich bezweifle, dass das reicht, Boss. Wir brauchen dringend diese Schutzkleidung, um überleben zu können. Ja! Wir haben es verloren. Oh nein, ich wollte diese Quest unbedingt schaffen und ich habe sie nicht geschafft und das treibt mich in den Wahnsinn. Ah. Gut. Dann nicht. Aber jetzt kriegen wir sie. Ach komm. Wir hatten es gerade. Es war so knapp. Schade. Wir hatten es gerade. Es war so, so knapp. Scheiße, jetzt fehlen uns sogar schon Bauern für die Plantage, weil uns die Leute an Altersschwäche sterben. Ich weiß nicht, wo ich noch weiter reduzieren soll gerade. Schrottsammler kann ich noch weiter reduzieren. Supi. Dann kriege ich noch mal einen Farmer mehr rein. Aber so richtig, ja.
Ich dachte, wir kriegen einen Babyboom. Wohl doch nicht. Wenn das Gebäude fertig ist, dann ist gut, glaube ich. Wenn das Gebäude fertig ist, dann ist gut. Weil dann, sammeln wir automatisch Wasser und dann kann ich das hoffentlich ein bisschen anders einsetzen. Also meine Wasserträger. Die haben mir einfach einen Babyboom angedroht und meine Bevölkerung stirbt. Das ist ja nicht so gut gelaufen. Das ist ja echt nicht so gut gelaufen. Quick, quick, quick. Geil. Geil. Geil, es baut sich. Geil. Los. Ja, guckt mal, das hat schon ein unteres Stockwerk. Ja. Ja. Oh mein Gott, ja. Das ist gar nicht der Regenspeicher. Oh mein Gott, das ist gar nicht der Regenspeicher. Ich bin so ein Idiot. Das ist nur das Sammelding. Ich hätte den Regenspeicher schon viel früher bauen können. Ich bin so ein Idiot. Oh mein Gott. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ich falsch mache. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum funktioniert es nicht? Und ich habe es nicht gerafft, dass der Regenspeicher daneben ist. Und dass der viel weniger kostet. Und auch keine Kohle braucht. Aber immerhin kann ich jetzt Filteranlagen bauen. Das ist doch auch schön. Immerhin. Dann können wir die Zisterne ja jetzt stückchenweise abreißen. Ach, ich kann das auch einfach ausbauen zu einem Wassersilo. Ich muss das gar nicht abreißen. Oh Gott. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Wirklich. Das ist so... Und währenddessen sterben mir jetzt die Leute mit schlechter Gesundheit hier. Aber die ist eh schon alt. Aber trotzdem. Das ist so dumm, dass mir das passiert ist. Uns fehlt halt auch Holz, ne? Uns fehlt halt eigentlich alles gerade. Ich gehe mit den Fischern noch mal ein bisschen runter. Und dann würde ich hier auch damit noch mal runtergehen. Achso, einen brauchen wir auf jeden Fall. Also das ist eh schon pausiert. Aber ich würde das hier priorisieren, den Forster, damit wir Holz bekommen, damit wir das mit der Kohle auch rechtzeitig alles schaffen.
Und ja, wir brauchen halt mehr Menschen. Ich habe das Gefühl, also er sagt halt, dass das Bevölkerungswachstum gleichbleibend ist, aber es fühlt sich schon eher nicht so an. Es fühlt sich schon eher nicht so an. Aber den Förster da zu kriegen, den Förster da zu kriegen, das wäre wirklich geil. So, und jetzt haben wir da einen, mehr können wir eh nicht machen. Und dann ist das quasi so sein Arbeitsgebiet. Was ganz gut ist eigentlich. Und dann sollte das jetzt mit dem Holz auf jeden Fall klappen. Hoffentlich. Und dann filtern wir hier auch ein bisschen. Und dann sollte das Wasser auch nicht mehr so verstrahlt sein. Das Problem ist, mein ganzes Wasser ist hier drinnen. Hier sind die Arbeitskräfte drinnen. Hier ist nur noch eine Person drin, aber das Wasser ist trotzdem da und es ist kontaminiert. Schön. Ich nicht. Ach, um 1000 erhöhen. Das braucht ja 100 Jahre, bis ich damit irgendwo gelandet bin. Kann ich nicht irgendwie angeben, dass das wohin gepackt werden soll? Also, dass ich das nicht... Ich habe das halt jetzt aus, so. Aber kann ich das nicht angeben, dass das Wasser von hier da drüben landen soll? Nee, ne? Das schafft er leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Oh, meine ganzen Leute sterben. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Bitte nicht. Mir fehlt ein Farmer. Mir fehlt nicht nur ein Farmer, mir fehlt alles. Mir fehlt alles. Mir fehlt damit auch gleich wieder Schutzkleidung und... Bitte macht mehr Babys. Bitte macht mehr Babys. Wo ist der Babyboom, von dem wir die ganze Zeit gesprochen haben? Wo ist er? We need it now. Please. Give us some Babyboom. Na, immerhin haben wir Essen. Na, immerhin haben wir Essen. Was eine Scheiße.
war eine Scheiße und jetzt kommt auch gleich nochmal eine Dürre. Ich muss ehrlich sagen, jeder Regen, der gerade regnet, was auch immer, triggert mich des Todes, weil ich einfach dieses Gebäude nicht gebaut habe, sondern dieses. Und jedes Mal, wenn ich gerade diesen Regen sehe, dann stirbt irgendwas innerlich in mir. Es stirbt und leidet. Aber zumindest essenstechnisch sind wir jetzt gut dabei. Also wir müssen auf jeden Fall nicht hungern. Das ist zumindest etwas. Ja. Das aber auch wirklich das. Dann wissen wir auf jeden Fall für nächstes Mal, wir brauchen mehr von allem. Mehr von allem.